Herzlich willkommen zum sechsten Input zum Thema Bedingungen und Verzweigung. Und wir wollen gleich starten. Und zwar, wo stehen wir eigentlich? Was können wir bereits machen? Wir können Roboter erzeugen. Und wir können Roboter Befehle ausführen lassen. Und wir können uns Dinge merken, indem wir sie abspeichern. Wo wollen wir hin? Wir wollen mehr Möglichkeiten haben, was wir dem Computer, unserem Roboter, mitteilen können. Wir wollen dem Roboter Entscheidungen übertragen, also beispielsweise Sätze der Art: Wenn der Roboter keine Münze hat, laufe bis zur nächsten Münze. Wenn der Roboter vor der Wand steht und ein Feld laufen soll, dann soll er sich stattdessen links herum drehen und dann ein Feld laufen. Oder wenn der Roboter eine Münze hat, soll er sie ablegen und ansonsten soll er ein Feld in Blickrichtung laufen. Und die Erinnerung, unser Roboter ist natürlich nur ein Modell für vielfältige Anwendungsszenarien und die Modellierung, damit sie die Algorithmisierung in ihren Grundzügen kennen und verstehen lernen. Und diese Übertragung von Entscheidungen ist natürlich ein Meilenstein auf dem Weg zur Automatisierung, weil wir als Nutzerinnen und Schreiberinnen dieser kleinen Programme nicht jedes Mal neu entscheiden müssen, was zu tun ist, sondern wir können über Entscheidungen übertragen. Und die Beispiele, die ich Ihnen gerade genannt habe, sind ja genau die Arten von Aussagen, die wir bei der Sitzung zur Boolschen Aussagenlogik behandelt haben. Beispielsweise, wenn A, dann soll B passieren. Und bei diesen Wenn-Dann-Aussagen-Implikationen wollen wir nun die erste Teilaussage Bedingung nennen. Und zur Erinnerung, die Bedingung, in dem Fall A, kann entweder wahr oder falsch sein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten und es kann nur eins von beiden gleichzeitig sein. Und deswegen haben wir beispielsweise auch die Formulierung, unter der Bedingung X soll Y passieren. Aber das ist genau die gleiche Struktur, nur in einer anderen sprachlichen Beschreibung. Und eine solche Hintereinanderreihung von Entscheidungen kennen Sie vielleicht schon. Sie sind unter dem Namen Flowchart bzw. Flussdiagramm bekannt. Und das ist ein Beispiel von verschiedenen Arten von Flowcharts, wie sie in verschiedenen Zeitschriften zu finden sind. Hier ist die Frage, welcher Berlin-Typ bist du? Und das Interessante ist, dass wir hier bei dem Start, wir haben immer eine Abfrage, dass unter welcher Bedingung etwas passieren soll. Warst du schon mal in Berlin? Und wir haben genau zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Wenn wir den Weg ja gehen, werden wir etwas Nächstes gefragt. Dann muss es wieder sich etwas entscheiden. Das heißt hier zwar Neues oder Klassisches, aber es gibt immer nur zwei Antwortmöglichkeiten. Und dann können wir sagen, okay, wir haben immer jeweils eine Bedingung und die kann wahr oder falsch sein. Und davon ableitend haben wir dann wieder neue Entscheidungen. Und ganz am Ende kommt in diesem Fall irgendwas raus, nämlich das, was man besuchen soll. Und ganz ähnlich können Sie sich auch vorstellen, wie wir nun unsere kleinen Programme aufbauen wollen, um unserem Roboter Aufgaben lösen zu lassen. Nun schauen wir uns an, wie wir ein Pendant in der Kunstwelt Fobot umsetzen. Wir haben nun folgende sprachliche Beschreibung. Wenn der Roboter MyRobot Münzen besitzt, dann soll er eine Münze auf das aktuelle Feld ablegen. Und um die Struktur zu identifizieren und um die zugehörigen Befehle zu identifizieren, werden wir es zuerst ins Englische übersetzen und einmal farblich strukturieren, was wohin gehört. Das bedeutet dann, if the robot, my robot, has any coins, then my robot should put one coin on the current position. Und dann sehen Sie einmal hier das if ist rot unterlegt, das ist nachfolgend ist die Bedingung und dann die Implikation, was daraus folgt. My robot should put one coin on the current position. Und nun haben wir einmal gesagt, okay, das müssen wir in die Bedingung stecken. Alles, was rot geschrieben ist und alles, was blau ist, soll unter dieser Bedingung folgen. Und if ist genau auch unser Schlüsselwort, wie wir in Java das sagen können. Und wir haben auch direkt noch identifiziert, was passiert. Okay, has any coins? Da wissen wir schon genau, jetzt müssen wir die zugehörige Methode nehmen. Genauso wie put one coin. Und nun schauen wir uns das ähnlich grafisch an wie bei dem Beispiel zuvor. Einmal hier in dieser Rautenform ist etwas in unserem Flussdiagramm. Wir sagen, okay, passiert eine Entscheidung, eine Verzweigung. Und zwar, wenn my robot has any coins true ist, also wenn das wahr ist, der Roboter hat Münzen, dann unter dieser Voraussetzung soll der Roboter Münzen ablegen. Nun schauen wir uns das Ganze direkt in IntelliJ an. In Zeile 13 haben wir unseren Roboter bereits angelegt.
damit wir uns noch genau erinnern, was wir machen wollen, schreiben wir erstmal das als Kommentare auf. Das war, wenn MyRobot Münzen hat, legt MyRobot eine Münze ab. Wie können wir das jetzt genau umsetzen? Zum Beispiel, wenn wir einen neuen Roboter erstellen wollten, hatten wir hier einmal hinterlegt, dass quasi das Schlüsselwort, quasi als Wort dieser Sprache, new. Das, was wir für das Wenn brauchen, ist ganz ähnlich, was wir eben hatten, wir schon mal ins Englische übersetzt und es ist wirklich genau das Gleiche. Wir haben einmal if und dann müssen wir noch sagen, unter welcher Bedingung soll denn was passieren? Das schreiben wir in runde Klammern. Einmal hier gelb markiert. Und wie können wir das machen, wenn MyRobot Münzen hat? Da hatten wir eben schon den Befehl has any coins. Also, MyRobot has any coins. Und hier sehen wir auch nochmal, hier gerade markiert sind die Klammern für die Methode has any coins und die äußeren Klammern sind die, mit der wir die Bedingung angeben. Jetzt fehlt aber noch was. Und zwar habe ich gerade nochmal geschweifte Klammern angefügt. Diese geschweiften Klammern haben wir auch vorher schon mal gesehen, die begrenzen immer Blöcke, die zusammengehören. Und hier wollen wir nach unserer Bedingung, also if, das, was dann passieren soll. Und dann können ja nicht nur legt MyRobot eine Münze ab, sondern es können mehrere Dinge passieren. Und damit es klar ist, was genau alles noch zu dieser Bedingung gehört, brauchen wir die geschweiften Klammern. Jetzt wollen wir noch unsere Münze ablegen, so wie wir es eben schon geschrieben haben mit PutCoin. Und zwar startet unser Roboter mit 3 Münzen, also er sollte, wenn wir es jetzt ausprobieren, noch eine Münze ablegen. Dazu gehen wir einmal auf den grünen Play-Button. Und wir sehen im Hintergrund, es hat wirklich eine Münze abgelegt. Jetzt wollen wir es noch probieren, was ist, wenn unser Roboter denn keine Münzen hat? Also er startet mit 0 Münzen. Was passiert dann? Und hier sehen wir, es funktioniert. Wenn der Roboter keine Münzen hat, dann soll er auch keine ablegen. Und das ist genau das, was wir wollten. Nun schauen wir uns das zweite Beispiel an. Wenn der Roboter MyRobot mindestens 2 Münzen besitzt, dann soll er eine Münze auf das aktuelle Feld ablegen und ein Feld weiterfahren. Wir machen das gleiche Verfahren wie zuvor, wir setzen es uns und können dann schon genau unser Schlüsselwort if mit der Bedingung und den Methoden identifizieren. Also if, dann folgt unsere Bedingung, the robot, my robot, has greater equal to coins. Also hat mindestens 2 Münzen bedeutet gerade größer gleich, die Anzahl der Münzen ist größer gleich 2. Dann soll my robot should put 1 coin on the current position and move forward. Und Sie sehen, dieses und ein Weltfeiterfahren oder and move forward haben wir auch alles in blau. Also diesmal haben wir nicht nur eine Anweisung, die ausgeführt werden sollen unter dieser Bedingung gerührt, sondern wir haben 2 Anweisungen. Und wie sieht es dann einmal grafisch aus? Hier haben wir schon einmal übersetzt, okay, die Anzahl der Münzen, wenn ihr mindestens 2 besitzt, ist get number of coins und dann größer gleich 2. Und wenn das wahr ist, dann soll unser Roboter 2 Anweisungen machen. Das ist der Unterschied zu vorher. Erst eine Münze ablegen und dann einmal vorwärts laufen. Und das werden wir auch einmal wieder uns im Code anschauen. Also, was wollen wir machen? Wir wollen jetzt erstens unserem Roboter mal wieder ein paar Münzen geben, damit das auch funktioniert. Jetzt hat er 4 Münzen. Also, wir hatten eben, wenn MyRobot mindestens 2 Münzen hat. Dann müssen wir das hier auch einmal gleich anpassen. Was soll er dann machen? Dann legt er eine ab und läuft einen Schritt. Also, das hier unten, das passt schon mal. Legt MyRobot eine Münze ab. Das können wir so lassen. Und jetzt läuft er noch einen Schritt. Also müssen wir einmal Move aufrufen. Wie können wir abfragen, dass er mindestens 2 Münzen hat? Das hatten wir eben schon. Wir nehmen dafür getNumberOfCoins. Größerzeichen. Gleich
und 2. Und das probieren wir direkt aus. Das hat funktioniert. Nun schauen wir uns nochmal den allgemeinen Aufruf der Struktur if an. Allgemein haben wir immer die gleiche Schreibweise. Wir haben das Schlüsselwort if in runden Klammern, unsere Bedingung, runde Klammer wieder zu, dann die geschweifte Klammer auf, ein Anweisungsblock, der kann, wie wir gerade gesehen haben, auch aus mehreren Anweisungen bestehen und wieder eine geschweifte Klammer zu. Und in unserem ersten Beispiel sah das so aus. Wir hatten if, Klammer auf, my robot has any coins. Jetzt sehen Sie, die zwei Klammern beziehen sich auf has any coins und diese runde Klammer bezieht sich einmal auf die, um die Bedingung abzuschließen. Geschweifte Klammer auf, my robot put coin, Semikolon und die geschweifte Klammer zu. Und die Leerzeichen dienen hier nur zur besseren Sichtbarkeit, dass Sie auch gerade hier nochmal den Unterschied zwischen den Klammern sehen. Nun war das bis jetzt noch nicht allzu spannend, was wir machen können unter diese Bedingung. Wir wollen das einfach noch verknüpfen, denn wir haben ja gelernt bei der Boolschen Aussagenlogik, dass wir verschiedene Aussagen auch noch mit verschiedenen Operatoren verknüpfen können. Und genau das wollen wir jetzt in diesem Beispiel machen. Wenn der Roboter MyRobot auf einem Feld mit mindestens einer Münze steht und selbst keine Münzen hat, dann soll er eine Münze vom Feld nehmen. Wie bisher übersetzen wir es einmal, um die Struktur zu sehen und die Methoden zu identifizieren. If the robot, my robot, is on a field with at least one coin, hasn't any coins, then my robot should put one coin from the current position. Und hier sehen schon, wir haben ja einmal das and drin, also wir wollen hier is on a field with at least one coin und hasn't any coins, wollen wir diese zwei Aussagen nun mit einem und verknüpfen. Und deswegen wird auch einmal hier unser Bedingungsblock wesentlich größer. Und wenn er auf einem Feld mit mindestens einer Münze steht, das ist gerade is next to a coin, also next im Sinne, er steht drauf und nicht next, dass es irgendwie ein benachbartes Feld ist. Und wir wollen es verknüpfen mit einem und. Wenn er keine Coins hat, müssen wir also sagen, dass gerade nicht gilt, dass er welche hat. Deswegen ist es einmal hier auch nochmal geklammert, also er steht auf einem Feld mit einer Münze und es gilt nicht, dass er mindestens eine Münze hat. Und unter den Voraussetzungen soll der Roboter eine Münze aufnehmen. Und genau das probieren wir jetzt auch nochmal aus. So, wir haben unserem Roboter schon mal 0 Münzen gegeben. Und jetzt setzen wir an seine Position, also x-Koordinate 2, 2, auch noch eine Münze, die er aufnehmen kann, die genau bei auf seinem Feld ist. Das machen wir mit dem Befehl putCoins. Und hier sehen wir schon, wir brauchen einmal die x-Koordinate, die y-Koordinate und wie viele Münzen da drauf sein sollen. Und wir nehmen mal 5. Jetzt sind nämlich, wie wir es an der x- und y-Koordinate hier sehen, einmal hier sowohl die Münzen als auch der Roboter beide auf dem Feld 2, 2. Was wollten wir machen? Also wenn mein Robot keine Münzen hat, das konnten wir machen. Wir sagen genau, er has any coins. Und verneinen das einmal. Und das Verneinen geht nicht. Also wir hatten eben not geschrien im Englischen. Wir nehmen aber ein Ausrufezeichen. Denn das Ausrufezeichen macht genau, wie wir es einmal hier sehen. Das verneint das, was im Inneren, also das, was gerade durch die gelben runden Klammern markiert ist. Das wollen wir nicht haben. Also wenn mein Robot keine Münzen hat. Und wir hatten ja, dass er auf einem Feld mit Münzen steht. Auf Feld mit Münzen. Und auf Feld mit Münzen hatten wir eben den Befehl. Is next to a coin. Und das und nehmen wir das Kaufmanns und. Und zwar doppelt. Jetzt sehen wir hinten, hier ist es einmal rot. Und zwar rum. Da steht schon, was ist denn da so? Es hat eine Klammer erwartet. Warum hat es eine Klammer erwartet? Die Klammer, die hierzu geht, bezieht sich auf das nicht. Aber unser if braucht noch eine Klammer. Und jetzt sind wirklich auch einmal wieder alle Klammern. Und zwar, was wollten wir dann machen? Wir wollten eine Münze aufnehmen. Als Kommentar, my robot nimmt Münze und das nehmen wir mit PayCoin. Und das probieren wir auch wieder aus. Jetzt
lassen wir den Roboter nochmal. Wir sehen, vielleicht hat sich hier oben was verändert mit der Zahl, wie viele Münzen hier liegen. Wir lassen ihn noch eins laufen, damit wir es besser sehen und probieren wir es nochmal. Und das gleiche nochmal. Genau, jetzt sehen wir, hier liegen 4 Münzen, aber wir wissen ja, wir haben 5 Münzen am Anfang hingelegt. Also hat der Roboter erfolgreich eine Münze aufgenommen. Nun folgt noch ein kleiner Einschub, wie wir uns Operanden der Boolschen Aussagenlogik und ähnliche Sachen nun einmal übersetzen können, damit sie es nochmal nachschlagen können. Also das quasi das Und haben wir gerade schon kennengelernt, das doppelte Kaufmanns-Und. Das Oder müssen Sie mit diesen senkrechten Strichen, die werden Pipe gesprochen. Sie finden sie bei der Tastatur mit dem größeren kleiner Zeichen und können sie über Alt-GR erreichen. Das Nicht hatten wir gerade auch schon gelernt, ist das Ausrufezeichen. Das Gleich, nur bei primitiven Datentypen, also bei Klassen wie Robot funktioniert es nicht. Sie können, da können Sie es nicht verwenden, aber Sie können es bei Zahlen verwenden, ist ein doppeltes Gleichheitszeichen. Das Ungleich, analog zu Nicht, mit Gleich zusammen ist ein Ausrufezeichen und ein Gleichheitszeichen. Und größer Gleich ist größer und ein Gleich, analog zu kleiner Gleich. Und größer und kleiner können Sie ganz wie gewohnt verwenden. Nun wollen wir uns aber noch mal was Neues anschauen. Und zwar hatten wir bei dem ursprünglichen Beispiel, welcher Berlin-Typ bist du, haben wir die Fragen ja, nein. Bis jetzt konnten wir nur sagen, wenn das, also etwas zu ja ausgewählt wird, dann soll das Folgende gelten. Wir möchten diese Ja-Nein-Struktur aber natürlich auch noch abbilden. Das machen wir mit folgendem Beispiel. Wenn der Roboter, my Robot, freie Sicht auf das vor ihm liegende Feld hat, soll er sich einen Schritt dorthin bewegen, andernfalls soll er sich 90 Grad nach links drehen. Also einmal nach unserem Schema ins Englische und dann sehen wir ja auch direkt die Schlüsselwörter. If the robot, my robot, has free sight on the field before him, then my robot move in this direction of sight, else my robot should turn left. Und das sind genau die richtigen, also das hatten wir schon vorher. If then, aber nun haben wir noch unser else. Und dieses if else sind auch genau die Schlüsselwörter, die wir für unseren Roboter brauchen. Wie sieht das nun grafisch aus? Wir haben wieder diese Bedingung, also my robot und wenn er freie Sicht auf das vor ihm liegende Feld hat, dann haben wir dazu die Methode isFrontClear, die liefert uns auch wieder einen booleschen Wahrheitswert zurück. Wenn es wahr ist, soll sich der Roboter 1 bewegen und wenn es falsch ist, auch wir haben ja wieder in Orange dargestellt, also im else-Fall, dann soll sich der Roboter 1 nach links bewegen und das probieren wir jetzt auch direkt aus. Wir wollen einmal unser Beispiel von eben anpassen zu dem jetzigen. Also, wenn mein Robot freie Sicht hat, das hatten wir eben schon den Befehl, da hatten wir nicht is next to a coin, sondern diesmal is from clear, dann soll er sich bewegen. Also er läuft mit dem Move-Befehl. Und jetzt brauchen wir noch das andernfalls. Und dafür, das können wir jetzt einfach unten runterschreiben, es ist ja nicht andernfalls, sondern es wird ja unabhängig gemacht von unserem Im-Block, wenn wir es einfach nur so unten drunter schreiben. Deswegen gibt es für das andernfalls noch einen eigenen Befehl. Und der ist ganz analog zum Englischen, else. Und auch hier nehmen wir wieder unsere geschweiften Klammern, um abzugrenzen, was alles andernfalls getan werden soll. Er soll sich nämlich nach links drehen. Deswegen haben wir einmal nur als Struktur, hier haben wir unsere Bedingung, also wenn unser Roboter freie Sicht hat, dann soll er Folgendes machen. Ansonsten soll er das machen. Und wenn wir hier unten in diese Zeile noch was schreiben würden, das würde er unabhängig von dem vorher machen. So, dann probieren wir das einmal aus. Er hatte freie Sicht, er ist eins gelaufen. Jetzt setzen wir den Roboter mal woanders hin, nämlich dass er direkt an die Wand kommt und gucken, was passiert. Dazu verändern wir die Y-Koordinate zu 4 und probieren es wieder aus. Und genau, der Roboter keine freie Sicht. Diese Bedingung war falsch. Deswegen sind wir in den andernfalls gekommen und er hat sich nach links gedreht. Nun schauen wir uns nochmal den allgemeinen Aufruf der Struktur if else an. Wir haben, der Teil ist
also die Zahlen 1 bis 3, sind wie zuvor bei unserem if-Anweisung. Nun können wir aber, und das ist optional, also es muss nicht sein, noch einen else-Block haben. Das bedeutet, was soll gemacht werden, wenn diese Bedingung gerade nicht erfüllt ist? Und dann schreiben wir hier wieder einen kompletten Anweisungsblock rein. Denken Sie vor allem hier an die ganzen Klammern. In unserem Fall eben sah das so aus. Wir hatten hier unsere Bedingung in runden Klammern, in geschweiften Klammern unseren Anweisungsblock, dann das Schlüsselwort else und wieder in geschweiften Klammern unseren nächsten Anweisungsblock. Nun zu einem Rückblick. Was können Sie aus diesem Input noch zu anderen Kontexten nehmen? Diese Strukturierung, die ich Ihnen gegeben habe, also wir markieren uns, welche Teile des Satzes zu was gehören, helfen auch beim Sortieren und Organisieren von Wissen in anderen Fächern oder auch Schulfächern. Und die Visualisierung mittels diesem Flussgraphen, also Flowchart, ist ziemlich weit verbreitet. Also damit können Sie auch und mit verschiedenen Menschen kommunizieren, sagen, ich möchte etwas darstellen, ich möchte einen Ablauf darstellen, ich möchte eine Algorithmisierung darstellen. Und dafür ist diese Visualisierung sehr weit verbreitet und relativ einfach zu lesen. Und je nach Kontext kann dieser Graph, also das wäre einmal in den gelben Kästchen gezeigt habe, natürlich auch mit natürlicher Sprache geführt werden. Hier war es immer nur, damit uns die Übersetzung einmal in Eclipse leichter fällt, direkt schon mit den Methoden und den Namen. Aber Sie können natürlich auch, wie bei dem welcher Berlin-Typ bist du, es mit ganz anderen Sachen füllen, je nachdem, wie Sie es brauchen für Ihren Kontext. Jetzt noch einmal ein bisschen über die Algorithmisierung weg, wo man das denn noch findet. Hier gibt es beispielsweise einen Bezug zur Chemie und hier ist ein Flussdiagramm für einen Halogenidnachweis, wo einem genau gesagt wird, hier soll man starten. Das sind die Operationen, die man machen muss. Und auch genau wie bei uns eine Raute mit einer Verzweigung und wenn ein weißer Niederschlag ausfällt, dann gehen wir hierzu ja, dann haben wir Chloridionen nachgewiesen oder bei nein müssen wir noch weitere Anweisungen machen, haben wieder eine Verzweigung und wieder ja oder nein. Also diese Diagramme sind auch definitiv in anderen Kontexten vorhanden. Nun ganz noch zum allerletzten Abschluss, was sind denn typische Fehler? Also das Ziel hierbei ist, Aufwand von negativem Wissen, dass Sie die Fehler gerade nicht machen. Und diese beiden Aspekte gelten gerade nicht. Also wenn wir unseren If-Else-Block haben, werden nicht beide Blöcke ausgeführt, sondern es wird sich immer entschieden, der If-Block wird genau dann ausgeführt, wenn die Bedingung zu wahr ausgewertet wird und das, was im Else-Bereich steht, genau wenn es zu falsch ausgewertet wird. Wenn aber die Bedingung des If-Statements zu falsch ausgewertet, stoppt nicht das gesamte Programm. Es wird nur der Anweisungsblock übersprungen, der bei dem If in den geschweiften Klammern steht. Und damit bedanke ich mich.